Und willkommen zur 147. Folge von dem Albtraum-Simulator Mindtest. Yay. Wo wir gerade dabei sind, in eine riesige Klippe zu stürzen und am besten nie wieder rauszukommen. Im Rahmen dieser göttlichen Tätigkeit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur Gruft. Das wird ein Spaß. Warum tue ich mir das Ganze überhaupt noch an? Ich meine, warum? Ich bin 25, ja? Und das soll aus meinem Leben werden? Digga, da gehe ich doch lieber in Frührente, gehe irgendwo an den Strand und lass mich da nieder. Nackt. Was? Alles. Ja, unser Holz ist auch bald leer. Alles. Und damit auch unsere Leitern. So. Da. Dann passen die letzten auch noch rein. Ach komm. Lass mal da. Nicht weitergehen, Ronny. Die Sache ist, wenn ich jetzt da unten unser super mega langes Seil ranbaumel, das kommt ja nur in die Bereiche, ne, die geladen sind. Hä? Was habe ich gerade getan? Ach so. Ja, komm. So, danke. Von daher wäre halt die Frage, reicht es bis nach ganz unten? 69, also nein. Ja, doch, sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier unsere Sachen wieder. Jetzt bringen wir das Ganze mal zum Einstürzen. Okay, wir hören es nicht mal mehr. Wir hören es nicht mal mehr. Das ist ein bisschen deprimierend. Ich will da nicht runter. Mami. So. Was zur Hölle tun wir hier? Was zur Hölle tun wir hier? Okay. Warte. Idee. Ich habe eine Idee. Können wir jetzt... Ja, okay, funktioniert. Bam. Jetzt können wir hier abbauen. Hier abbauen. Jetzt warten, bis es hier generiert wird. Und jetzt Dinge wieder ransetzen. Bupp. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen... Alter. Ja, ich sehe einen Boden. Ich sehe den Boden. Was ist aber eine bodenlose Frechheit hier? Oh mein Gott. Reicht es bis nach ganz unten? Na gut, ich meine, wenn wir jetzt die letzten paar Blöcke runterfallen, wäre es nicht so schlimm. Alter. Ist das bescheuert, ey. Ich will so hart sterben. Zwei Neonkatzen. Yay! Aber beides nur mittelgroße. Also jetzt keine so super lang. Oh Gott. Ja, da oben die Decke. Da kamen wir raus. Ist das bekloppt. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier am besten die Leiter. Ob wir überhaupt eine Leiter ranbauen. Ich meine, das ist ja total bekloppt. Von der Höhe her und so. Aber irgendwie geil. Auf jeden Fall würde ich gerne auf diese Plattform hier auch einen Abstieg machen. Dass wir hier auch einen Ausgang draufsetzen. Quasi, so Art. Ne? Ihr wisst doch schon, was ich meine. Schwerkraft. So. Genau. Okay, das heißt... Ich könnte eigentlich einfach von unten bauen. Dann kann eigentlich...
Boah, Alter. So. Jetzt brauche ich hier ganz viele Steine ran. Okay, ich habe jetzt gerade die genialste Idee meiner Laufbahn. Wenn ich jetzt hier das Ding abbaue, dann ist alles weg. Aber wenn ich jetzt hier wieder ranbaue, bam, okay, hat nicht ganz geklappt. Aber dann habe ich jetzt das restliche Stück als Bremse genutzt. Hat zwar trotzdem Schaden bekommen, also hätte Schaden bekommen, aber stimmt, wir haben sowieso unsere Dia-Rüstung. Von daher kriegen wir sowieso keinen Schaden. Scheiß drauf. Easy. So, jetzt muss ich über die gesamte Länge leider ran. So dumm, Alter. Oh Gott. Das ist so krank. Was soll das werden hier? So. Ach, es gibt nichts Schöneres als Leitern platzieren. Was mir gerade einfällt, wir sollten, damit wir hier besser runterkommen, da fallen wir ja immer quasi. Das heißt, ja, danke dafür. Wir müssen auch da oben das Loch, was wir da gebaut haben, entsprechend vergrößern, dass wir da auch fallen können. Das heißt, die Blöcke hier müssen wieder weg. So. Und hier muss der Ring so groß gemacht werden, wieder um die Öffnung. Das heißt, da muss ein Stein hin. Und dann ist so. Kann ich ja irgendwie unten gleich eine richtige Plattform machen, ganz ehrlich. Sieht dann optisch einfach besser aus. Okay, wir haben keine Steine mehr. Keine Steine mehr. Als ob uns die Steine überhaupt ausgehen könnten. Das ist schon rein physikalisch unmöglich, ja. Wenn wir von irgendwas zu viel haben, dann Steine. Also jetzt mal no joke, ne? So. Haben wir hier so eine schöne Plattform, auf der können wir Plattformen. Ach, Ronny, geh einfach sterben. Und das Schöne ist, wenn uns die Steine ausgehen, dann haben wir auch immer noch was anderes, wovon wir massig haben. Und zwar dieser Sand hier zum Beispiel. Den kann man ja auch hier schon platzieren. Hups, warum geht das denn nicht? Oho. Wer hochsteigt, fällt tief. So, apropos tief fallen. Wir gehen mal so und jetzt hier ran, halt, hochgehen. Und jetzt brauchen wir hier auch eine Plattform. Einfach, damit wir eine... Ja, ach komm. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist schon zu nah. Das heißt, der muss wieder weg. So. Wie jetzt? Genau, hier kommt komplett ran. So ungefähr. So, und hier machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen rum, die Dumm. Schwupps, 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 schwupps. Muss das genau hier übereinstimmen. Genau. Sehr schön. Eigentlich könnten wir hier locker die Dinge auch so machen, weil ganz ehrlich, wir haben doch ungefähr sowieso auch das Holz. Hilfe. Das Holz dann, ne? Also das da. Von daher können wir eigentlich doch auch komplett zu machen. Dann haben wir hier immer noch einen Stein, wo wir quasi durchfallen können. Wenn wir es denn mögen zu fallen. So.
können wir quasi hier so fallen und hier bremsen und fallen und bremsen und fallen und bremsen und so gut jetzt. So, oh, drei Neon-Katzen, holy shit. Und das da oben ist sogar eine lange. Obwohl, kann man von hier aus nicht erkennen. Okay, das heißt, da müssen wir hin, zuallererst. Halleluja, 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 Halleluja. Hä? Jetzt ist einer weg. Alter, wie? Hä? Oh, meine Sichtweite ist so sehr hoch. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum es immer so stockert. Warum sehe ich jetzt nur noch zwei? Moment mal, ich hatte doch gerade drei gesehen. So, weil für die andere die Sichtweite nicht mehr ausreicht. Oder? Nee. Ach nee, die wird verdeckt da hinten. Okay, das heißt, da ist auch noch eine Plattform. Eine Plattform. Voll witzig und so. Finde ich geil. Okay, jetzt sieht man sich wieder. Okay, wir kümmern uns erstmal um eine und dann um die anderen. Alter Schwede. Drei Neon-Katzen. Wollt ihr mich verarschen? So. Oh, hat unbegrenzte Sicht aktiviert. Und da ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Ich glaub's ja. Willst du mich ruinieren? Unsere Leiter einfach. So, jetzt auch zur nächsten Neon-Katze, die müsste dann ja hier irgendwo sein. Hä? Da hinten erst. Vor allem ist die Scheiße hoch. Scheiße ist die Scheiße hoch. Okay, wir sind fast da. Ah, fast. Was? So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir sind unter ihr. Okay. Einfach ein gerader Pfad. Bring. Sieht schon ein bisschen geil aus. Oh, ist das hoch? Ist das hoch? Ist das hoch? Holy shit, ist das hoch. Oh ja, doch, ist eine lange. Also darauf habe ich ja lange gewartet. Nee. Ach. So. Ernsthaft? Nee, den Sprung schaffe ich nicht. Ach komm, her damit.
Danke. Dann ist die letzte. Dann bauen wir uns mal erstmal kurz den Wiki zurück. So, und ab hier können wir drauf einlenken. Das heißt, da einmal. Oh, hier geht's runter. Oh, scheiße. Oh, warum geht's denn hier runter? Oha, wir haben vielleicht noch ganze Stücke. Wir sind fast da. Okay. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wenn möglich, wenden. Was? Ich will aber gar nicht zurückfahren. Was? Oh. Ich fahre schon wieder genau drunter. Wie viele Leck haben wir bekommen insgesamt? 27. Holy shit. Okay. Also fast so viel, wie wir auch bisher hatten. Na gut, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht ganz. Na doch, also wir haben oben im Lager aber noch 30 Blöcke. Dann hatten wir nochmal ein 100er Stack. Das wären also auch nochmal ungefähr 10 Blöcke. Naja, gut, okay. Also auf jeden Fall haben wir reichlich bekommen. Unser Nyan-Katzenblock-Mangel ist also für die nächsten 200 Jahre einfach mal Geschichte. So. Das ändert zwar in unserer aktuellen Situation leider gar nichts, dass wir immer noch so ein Pfad suchen. Also vielmehr jetzt erstmal Lava. Aber es ist doch immerhin schön, dass wir einen Arsch voll Rainbow-Blöcke haben. Ich glaube mal, jeder, der dieses Let's Play guckt, wird gerade so richtig neidisch. Warum sind da noch Fackeln? Lass mich hoch, ich bin Arzt. So, und hier geht's auch wieder runter, was halt ultra witzig ist. Na gut, so tief geht's da gar nicht runter. Aber trotzdem witzig. Finde ich geil. Ich mach mal hier ein bisschen Markierung. So eine Art Warnung, dass man weiß, okay, an der Kante vorsichtig sein oder dass man die Kante überhaupt sieht, ne? Ich meine, wenn er dunkel ist und man einfach lang läuft, tut ein bisschen weh. So, mal ein bisschen aufräumen hier. Die sieht ja hier aus wie bei mir unterm Schreibtisch. So, hallo? Achso, bin voll. Mal wieder. Weg, weg. Also, du warst auch weg und du auch. Da werden wir jetzt in nächster Zeit erstmal nichts Neues mehr finden. Also hoffe ich, hoffe ich, wäre ein bisschen falsch, aber denke ich mal. Das ist ein bisschen sehr übertrieben.
So, die Frage ist, gehen wir einfach noch weiter runter oder lassen wir es erstmal so und geben erstmal auf oder ich guck mal. Mann, Alter, ich will. Also, kommt da schon wieder eine Höhle? Eine Monsterhöhle oder was? Vielleicht nochmal Sichtweite ein bisschen höher. So. Dann lassen wir mal den Server ein bisschen bauen. Ein bisschen createn. Mal gucken, was noch so kommt. Okay, also sieht nicht aus, als wenn wir jetzt direkt wieder auf eine große Höhle kommen. Sind doch eher so kleinere Höhlen. Aber mein Laptop ist auch noch am Rendern. Am Generieren. Von daher mal schauen. Ich mach mal so. Dann guckt er ein bisschen weiter. Vor allem guckt er ein bisschen zielgerichtet da. So. Der erste Stack an Scheiße ist bereits aufgebraucht. Und ja, so scheint erstmal weiter keine Höhle mehr zu kommen. Leider auch kein Lava. Alter, wie kann es absolut kein Lava geben? Oh, da, Ringbogen. Ich meine, Lava gibt's ja. Wir haben ja oben, direkt unter Null, haben wir ja haufenweise Lava. Aber halt nur oben und hier weiter unten gar nicht mehr. Ist das jetzt neuerdings immer so oder ist es nur durch die Map-Gen oder wodurch ist das so? Was nur? So, jetzt müssen wir wieder mit der Sicht hier runtergehen. So. Ist halt ein bisschen seltsam, ne? Vor allem halt ein bisschen scheiße. Ha. Jo, also offen gesagt, habe ich absolut keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Ja, ich wollte jetzt endlich aufsammeln. Danke, da. Ich schicke deine Oma. Danke. Wow. Eine sehr kleine Mine. Ach nee, halt, ist eine große Mine. Der Stein ist davor, das wird verdeckt. Ah, optische Täuschung gerade. Sorry. Das ist eine geile Optik. Wie hoch das einfach ist, wie hoch. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach wieder hoch und das kann jetzt ein bisschen dauern. Eigentlich könnte ich das sogar für Werbung benutzen. Eigentlich könnte man immer legit hochlaufen, also wirklich richtig hochlaufen. Und während man hochläuft, kann ich irgendwelche Werbung von irgendwelchen Firmen anzeigen. Einfach so mitten im Bildschirm. Am besten noch ein bisschen blinkend. Oh Mann, Alter. Ja, das hat gut funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Okay, auf jeden Fall gehen wir erstmal zu unserer Lavamine. Und gucken, ob wir da in dessen Nähe ein bisschen Sulfat finden. Hallo, bremst doch mal bitte. Aber hier haben wir noch kein Sulfat gefunden, oder? Vor allem, wie gesagt, das muss ja direkt bei der Lava sein. Und hier ist keine Lava mehr. Das heißt, wir haben bloß um den kleinen Teich. Ich
meine, wir könnten die, ich könnte jetzt natürlich den gesamten Teich abschöpfen, um zu gucken, ob da irgendwo Lava ist. Aber das wäre mir schon ein bisschen hart zu viel Arbeit. Vor allem, wir können es ja nur abbauen, indem wir quasi Lava abschöpfen und dann irgendwo platzieren, wo bereits Lava ist, dann das abschöpfen und so quasi das Lava entweder zurückdrängen oder aber das ganze Lava als Obsidian immer abbauen. Also Wasser einmal darüber auskippen und dann einfach das Lava abbauen. Halt in Form von Obsidian. Aber es wird halt auch eine scheiß lange Zeit dauern, bis wir das alles hier abgebaut haben. Und ich bezweifle, dass wir auf der Höhe schon Sulfat finden. Wasser immer dabei, ja, ne? Wasser habe ich immer dabei, ja. Sehr schön. Gut, erstmal hier Inventar ein bisschen ausklatschen. Weg. Und weg. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen den Wassereimer einfach mal hier hin. Dann können wir ganz in Ruhe die ganze Lava abbauen. Das war meine Spitzhacke. Und ich habe kein Holz mehr. So. Aber du fließt mir nicht jetzt gerade schon wieder ganz schön am Stock an hier. Okay, hier haben wir gar kein Rainbow-Ohr-Zeug. Genau, hier haben wir 30. Ja. Und zu den 30 kommen jetzt noch die 27 dazu. Weißt du was? Wir machen mal nochmal 3 Stück. Dann haben wir genau 60. Bup. Ach was, wir machen 50. Dann habe ich bisschen mehr Rainbow Ohr zum Verschwenden. Ist auch egal. So, nein, da. So, damit ist unser aktueller Rekord dann tatsächlich bei 9 Neonkatzen, die wir bisher gefunden haben. Ist auch mal ganz geil. So, ich lasse die Lava erstmal da. Ich würde es halt gerne ein bisschen heller haben, aber wenn ich hier eine Fackel hinstelle, ist sie gleich wieder weg. Das ist halt das Problem dabei. Deswegen ist Licht machen irgendwie gerade nicht so eine Option. Okay, ich kann auch ein bisschen tricksen, indem ich das Wasser hier wegnehme. Dann dahin packe. Und dafür kann ich dann hier oben schön ein paar Lichter verteilen. Und die werden dann einfach dann nach und nach abgebaut, wenn ich dann die Blöcke abbaue, aber das ist dann auch egal. So, achso, siehst du, ich wollte eine Axt bauen. Ha! Erstmal brauche ich Holz. So. Brrr. Rausch mir das Wasser auf den Ohr, Alter. Hallo, was ist denn hier los?
Oh Mann, Alter, das Ganze nur, um überhaupt kein Sulfat zu finden. Ich versuche mal jetzt einfach mal ein bisschen Boden durchzubauen. Ob das zum gewünschten Erfolg führt, ich habe offen gesagt keine Ahnung. Aber was tut man nicht alles, wenn man verzweifelt ist? Nicht wahr? Tja, wie tief wohl die Lava ist? Auf jeden Fall tiefer als ich dachte. Oh Mann, das kann ja ewig dauern, bis wir fertig sind. Meine Fackeln! Scheiße, Wasser fließt viel zu weit. Ach Mann, ich hasse dich. Du Scheiße, Kacke. Was macht die Spinne denn damit mit der Fackel? Da schiebst du dir die gerade hinten rein oder was? Diese Fetische immer. Na gut, ich glaube, ich mache erstmal für heute Feierabend. Ich meine, für euch ist gerade mal die erste Folge. Für mich aber heute schon die dritte und letzte Folge. Und dann gucke ich mal morgen weiter. Oh, ich habe vergessen, hier aus Freitag zu machen. Hier müsste FR stehen. Egal, kann ich auch umbenennen. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, schau mich V. Katastrophe, einfach Katastrophe. Ernsthaft.